Meine Damen und Herren, hier im Saal und wo auch immer Sie gerade sind, ganz herzlich willkommen. Dies ist die zweite Ausgabe von Fundsache Original. Und ja, beim zweiten Mal kann man ja schon von einer guten Tradition reden, die angefangen hat mit einem sehr schönen Abend über den Briefwechsel von Adorno und Enzensberger. Rachel Jeggi und Jan Bürger saßen da auf dem Podium. Heute ist Franz Fühmann im Zentrum dieses Abends, dessen Geburtstag sich zum 100. Mal jährt. Konstante der Reihe und dieser Bühne ist Matthias Weichelt. Er ist Chefredakteur von Sinn und Form. Das ist der Partner unserer Reihe, die ein Dokument, ein Original in den Mittelpunkt stellt. Heute sind es sogar 3 Dokumente, Sie werden hören, von Taschen, Kalendern, Karteikarten, Stasi-Akten, leider heute nicht als Vitrinenschau, ein bisschen Corona geschuldet, dafür aber sind alle ProtagonistInnen in die Archivkeller gestiegen und haben wirklich besondere Dinge für Sie diesen Kellern entrissen. Auch unsere Gäste sind hybrid, wie die Dokumente heute. Freuen uns sehr, dass zugeschaltet sind Anja Kampmann und Ronan Berbig. Und Isabel Fargo-Kohl sitzt mit Matthias Weichelt hier auf der Bühne. Anja Kampmann ist nicht nur virtuell uns bekannt, sondern sie war tatsächlich hier Hausgast und damals noch mit dem Roman »Wie hoch die Wasser steigen«. Mittlerweile ist sie allerdings wieder zurückgekehrt to the roots als Dichterin. »Der Hund ist immer hungrig« heißt der soeben erschienene oder nicht soeben, zuletzt erschienene Gedichtband. Und sie hat sich tatsächlich Franz Fühmann angenähert, schon ein paar Jahre her, vor allem mit einem sehr eindringlichen Beitrag über die Observationen und hat sich dafür eben auch die Stasi-Akten angesehen. Es ist auch ein sehr literarischer Beitrag geworden und wir sind sehr gespannt, wie das jetzt heute uns präsentiert wird. Dann haben wir ebenfalls im Fenster daneben Roland Berbig, den Sie kennen aus seiner Zeit als Professor an der Humboldt-Universität für Germanistik. Er hat in unserer Hauszeitschrift Sprache im technischen Zeitalter einen Beitrag über Franz Fühmann gerade veröffentlicht, wo es über Taschenkalender von Franz Fühmann und speziell die Anmerkungen und die Skizzen, das wird er Ihnen gleich alles besser erklären, geht. Er ist überhaupt ein großer Fühmann-Experte, unzählige Beiträge, ist auch Herausgeber. Und wenn ich hier gerade hier in diesem Saal mich umschaue, Sie haben immer noch die Eichinger-Ausstellung, zuletzt erschien von ihm auch als Herausgeber der Briefwechsel von Eich, Eichinger und Ingeborg Bachmann. Isabel Fargo-Kohl ist auch eine Fühmann-Enthusiastin und sie ist vor allem dafür verantwortlich, dass man ihn auch auf Englisch rezipieren und lesen kann. Sie hat ihn übersetzt und sie hat für die aktuelle Ausgabe von Sinn und Form einen Beitrag geschrieben, Worte, Wörter, Wandlungen, Widerspruchseinheiten aus Franz Fühmanns Zettelkästen. Es geht um die Karteikarten von Fühmann, da werden wir heute auch noch einige davon zu Gesicht bekommen. Das Gift der Biene ist der zuletzt erschienene 2. Roman nach Die grüne Grenze. Ich darf auch noch hinweisen, dass wir einen gut bestückten Büchertisch haben, an dem Sie nicht achtlos vorbeigehen sollten. So, das war's von meiner Seite. Sie spüren oder sehen, Sie sind in guten Händen und haben sicher keinen langweiligen Abend. Herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank, Florian Höllerer, für die freundliche Begrüßung. Einen guten Abend auch noch einmal von uns beiden hier oben auf der Bühne. Wir sind hier, wie Florian schon sagte, in einem Hybridformat, haben uns aufgeteilt, den Zeitläuften geschuldet und versuchen, das jetzt in dieser Verbindung über die Tische hinweg und über die Bildschirme hinweg
heute Abend hier zu gestalten. Sie werden es mitbekommen haben, Franz Fühmann ist 100 Jahre alt geworden und unser Abend ist, weiß Gott, nicht der erste Abend und nicht die erste Veranstaltung, die Fühmann in diesen Tagen auch hier in Berlin gewidmet ist. Und trotzdem glaube ich, dass unser Abend sich ein bisschen vielleicht von den anderen unterscheidet, die bisher dazu stattgefunden haben. Wir haben uns einen Zugang gewählt, der sehr stark darauf setzt, sich Fühmann einmal von der unveröffentlichten Seite her zu nähern, also sich die Archivperspektive einzunehmen in Hinblick darauf, was Fühmann selbst geschrieben hat und nicht veröffentlicht hat oder nicht mehr veröffentlichen konnte oder wollte und was in einem ganz anderen Archiv über Fühmann geschrieben worden ist. Und das ist der eine Zugang, der diesen Abend vielleicht von den anderen ein bisschen abhebt. Der zweite ist die Zusammensetzung unseres Podiums hier. Wir haben, wenn ich das so ganz holzschnittartig, Florian Höller hat es schon angedeutet, aber ich will es nur noch mal etwas holzschnittartig wiederholen. Wir haben mit Roland Berbig einen ostdeutschen Literaturwissenschaftler, der sich sehr intensiv mit DDR-Literatur auseinandergesetzt hat. Wir haben mit Isabel Fargo-Kohl eine amerikanische Autorin, Romanschriftstellerin, die Fühmann übersetzt hat, die sich aus einem ganz anderen Kulturkreis, aus einem ganz anderen Erdteil mit Fühmann auseinandergesetzt hat. Und wir haben mit Anja Kampmann, eine junge Romanautorin und Lyrikerin, die aus einem Teil Deutschlands kommt, in dem Fühmann fast genauso unbekannt war wie in Amerika, nämlich aus Westdeutschland. Und wir haben drei sehr unterschiedliche Perspektiven auf diesen Autor. Und deswegen wäre meine erste Frage als Einstieg in diesen Abend auch, wie Sie aus Ihren unterschiedlichen Positionen und unterschiedlichen Perspektiven zu diesem Autor gekommen sind, der ein großer Name ist in der deutschen Literatur, aber vielen nicht mehr so bekannt ist. Vielleicht fangen wir mit Roland Berbig an und dann Isabel Fargo-Kohl und dann Anja Kampmann. Der geht nach dem Alter. Die Frage ist nicht leicht und ich hänge mich schon fast immer daran an, wenn man hört, mit dem so häufig jetzt gesagt, er ist vergessen, es ließe sich ganz leicht eine ganz lange Liste von Literatur nach 1945 aufmachen und die Autoren, die Liste erstellt haben. Und zu bedeutenden Autorinnen und Autoren eigentlich gehören, die wir heute nicht mehr kennen. Das ist eine ganz unsichere Größe und ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich sie zunehmend vernachlässige und auch nicht mehr so wichtig finde. Die andere Frage ist interessant. Ich habe, wenn Sie es sehen könnten, und Sie können es zum Glück nicht sehen, mein Zimmer sieht gruselig aus, weil ich nämlich gemerkt habe, bei der Wiederbeschäftigung, immer wieder erneuten Beschäftigung mit Franz Fühmann, und die geht zurück bis in das Jahr 1976, als ich ihn zum ersten Mal bei einer Lesung gesehen und gehört habe, dass ich immer wieder ihn heraushole. Ich merke, dass ich immer wieder der Neigung nachgehe, nachzulesen und dass ich eine Erfahrung gemacht habe, die mich fast ein wenig erschreckt hat, nämlich die, dass ich in Seminaren früher ganz locker Thesen zur Auslegung von Literatur und sowas benutzt habe ich will nicht sagen, dass ich sie als meine verkauft habe, aber ich habe die Quelle vergessen. Und die Quelle war niemand anders als Fühmann. Das heißt, der Weg über Fühmann führte bei mir auch über den literaturwissenschaftlichen, literaturhistorisch Arbeitenden. Und er führte natürlich, wie wahrscheinlich bei den meisten, über die Essayistik, die wahrscheinlich die sein wird, die am stärksten auch in die Zukunft wirken kann. Aber vielleicht kommt da auch Widerspruch. Isabel, wie war es bei Ihnen? Ja, ich bin zu Fühmann eigentlich über Wolfgang Hilbig gekommen, den ich fast als ersten Autor übersetzt habe. Also ich hatte, glaube ich, in einem Nachwort bei Hilbig ein Zitat von Fühmann über ihn gelesen und schon dieses Zitat hat mich so hingerissen
Und ich wusste außerdem, dass Schumann eben wichtig war und sehr verehrt, und habe dann einfach reingelesen irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, und war von dieser Sprache so hingerissen. Also diese ganz gestochen klare Sprache, die ja, die Ideen so auffächert und so zugleich wunderschön und sehr analytisch ist. Und das hat mich wirklich gepackt, und wie er einen so direkt anspricht. Also man hat immer das Gefühl, man ist mit ihm im Gespräch auf einem sehr hohen Niveau und dass er einen herausfordert. Und das hat mich sehr gereizt, das zu übersetzen und diese Texte dann richtig auseinandernehmen zu können und sie, also mit ihnen zu leben. Und ja, da habe ich das Judenauto von ihm als erstes übersetzt, dann Vor Feuerschlünden, also dieser Trakl-Essay. Und im Frühling noch erscheint dann meine Übersetzung vom Geliebten der Morgenröte, also seine Nacherzählungen von griechischen Mythen. Anja Kampmann, wie sind Sie zu Fühlmann gekommen? Ja, ich scheine vielleicht ein bisschen zu bestätigen, was Herr Berbig sagte. Ich bin nämlich über den Trakl-Essay, glaube ich, das erste Mal auf Fühlmann gestoßen. Und war irgendwie fasziniert, wie jemand über einen anderen, also wie ein Dichter über einen anderen Dichter schreibt, und habe von da aus eigentlich angefangen zu lesen und mich tatsächlich aber auch erst quasi mit Anfang des Studiums irgendwie mit ihm zu beschäftigen. Also anders als viele, die ich kenne in Leipzig, die wirklich mit ihm aufgewachsen sind, die Kinderbücher von ihm kannten, die, also wo es irgendwie auch gerade wenn Leute, die ein wenig älter sind als ich, wo ich einfach das Gefühl habe, das ist einfach quasi mit der Muttermilch aufgesogen, war es bei mir dann doch eher quasi so ein Umweg über den Essay zu seinen eigenen Werken. Ja, vielen Dank für diese erste Annäherung an diesen Autor. Sie haben es alle die Essays genannt und natürlich die veröffentlichten Sachen. Wir wollen ja heute über die Archivmaterialien sprechen und mit denen Sie sich alle beschäftigt haben. Und Herr Berbig, Sie haben, der Nachlass von Fühlmann liegt im Archiv der Akademie der Künste, die auch Herausgeberin der Zeitschrift Sinn und Form ist. Und Sie schreiben darüber, dass dieser Nachlass noch nicht verstaubt ist und dass das Elend, das diese Seiten hervorgebracht hat, auch noch unerledigt ist. Mich würde mal interessieren, wie Sie das verstehen, wie Sie das gemeint haben und auch was Ihre Einschätzung ist, was uns der unveröffentlichte Fühlmann erzählen kann, was etwas zu diesem Bild hinzufügt, worüber wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben, was diese berühmten oder heute zwar vergessen, aber eigentlich berühmten literarischen Texte von ihm anbelangt. Ich hätte gleich Lust gehabt, hier auch in das Gespräch mit den beiden Kolleginnen zu kommen. Schiebe, bevor ich Ihre Frage gleich ganz direkt beantworte, eine Sache dazwischen, eine gerade unmittelbar erlebte Erfahrung. Ich hatte einen Vortrag zu halten über Fühlmann und habe den gerne gehalten. Und danach hat ein Freund, den ich sehr schätze, der hat gesagt, es ist viel zu viel Pathos dabei gewesen. Das ist mir durchaus ein bisschen bewusst gewesen, aber nicht in dem Maße. Das berührt Frau Kampmann ein bisschen diese, was Sie andeuten. Ein sehr persönliches Verhältnis, das Leser meines Jahrgangs, also 1954, zu Fühlmann entwickelt haben. Und das Tücken hat. Ich war deshalb erschrocken, weil ich das vor 20 Jahren hätte ich das lieber gehört als jetzt nur 2022, weil mein Abstand, sagen wir mal, mein emotionaler Abstand zu Fühlmann schon darin besteht, dass mir diese Annäherung eine sehr riskante erscheint, weil der Respekt zunimmt, älter werden zunimmt. Der Nachlass, als ich begonnen habe, mit ihm zu arbeiten, war für mich erstmal einfach so eine Fundgrube. Ich hatte zu kommentieren einen Briefwechsel und wollte einfach wissen, genaue Daten herausbekommen. Und hatte gelesen, dass es da die Taschenkalender gibt, hatte auch gelesen, dass sie kein Mensch lesen kann. Aber ich dachte, vielleicht irgendwie die eine oder andere, den Namen oder irgendein Datum kann ich herausfischen.
Und dann habe ich die Taschenkalender, die überliefert sind ab 1960. Es hat ganz sicherlich vorher auch welche gegeben und ich vermute, Fürmann hat sie vernichtet oder andere, das kann ich nicht sagen. Und ich habe begonnen, diese Taschenkalender mir zu erschließen und habe von da aus einen Blick immer nach rechts und links in diesen Nachlass riskiert. Und dabei habe ich gemerkt, dass dieser Nachlass ein Spiegel einer fulminanten Lebensschreibleistung ist. Fürmann ist wirklich einer gewesen, der immer schreiben musste und auch dann geschrieben hat, wenn gleichsam wie es gestockt hat. Das hat dann zu ganz interessanten Klebetechniken und sowas geführt. Aber das hat eine Tür für mich geöffnet, die wirklich, ich sage das jetzt nicht rhetorisch, weil wir hier zusammensitzen und das gut passt. Es hat mein Abstand zu ihm etwas erweitert. Es hat Nähe geschafft, über die ich manchmal erschrocken bin, weil es in den Taschenkalendern eine Intimität gibt, die man erstmal aushalten muss. Und ich habe gemerkt, dass das, was ich als Werk für mich abgebucht hatte und auch irgendwie locker als Fühlmanns Werk auch so ausgesprochen habe, dass dieses Werk in einer Unzähligkeit an Projekten, an Einzelmomente, an Vorhaben, an Wiederaufgenommenen, an Bruchstücken, an Rudimenten umfasst, dass dieser Werkbegriff tatsächlich nochmal einer ernsthaften Sichtung unterzogen werden sollte, was auch damit zusammenhängt, dass es keine Fühlmann-Ausgabe gibt, die auch nur ansatzweise gestattet, dass man von einer Fühlmann-Werkausgabe sprechen kann. Das betrifft leider auch die Ausgabe, die er selbst noch mit begleitet hat und zum Teil auch initiiert hat. Aber jetzt zurück zu den Taschenkalendern. Ich bin dann in die Taschenkalender eigentlich abgestürzt. Und abgestürzt zuerst im tatsächlichen Sinne des Wortes, weil ich die Mischung zwischen Handschrift, zwischen Sütterlin, zwischen Stenografie und einer Stenografie, die zunehmend private, persönliche, individuelle Züge kriegt, die hat mir große Mühen bereitet. Und ich habe dann etwas versucht, was abgewichen ist eigentlich von der Kommentierung, die ich vorher hatte, also mir nur einzelne Stellen herauszusuchen und bin dazu übergegangen, mir über das Ganze einen Einblick zu verschaffen und habe da eigentlich ein bisschen davon profitiert, dass Anfang der 60er Jahre die Abstände der Einträge etwas größer sind und dann werden sie immer dichter und dichter und dichter. Und so bin ich in diese Taschenkalenderwelt reingekommen und bin von den Taschenkalendern in einen zweiten Bereich gekommen, den ich auch für forschungsbedürftig ansehe, aber da sind einige Arbeiten, die ich auch noch mit in Gang bringen habe können, sind auf dem Weg und das betrifft das ganz, ganz große Kapitel Traumdeutung, Traumfixierung. Also da öffnen sich noch Welten, von denen wir, glaube ich, in jeder Hinsicht profitieren können, wenn wir sie uns ansehen. Vielleicht kann man noch mal ein Wort dazu sagen, wie Sie diese Kalender charakterisieren würden und welche Funktionen sie vor allem für Fühlmann hatten. Also bei Taschenkalendern denkt man zunächst einmal an ein Diarium, in dem man sich Termine einträgt, in dem man sich Projekte einträgt, aber man kann es natürlich auch ganz anders gestalten, man kann es auch als eine Art Tagebuch benutzen. Welche Funktion hatte das bei Fühlmann? Sie haben völlig recht. Ich habe das Wort Taschenkalender benutzt, weil ich es immer benutzt habe, weil es nämlich der Träger dieser Notizen, das sind tatsächlich Taschenkalender, also vorgedruckte mit den einzelnen Tagen und mit den Linien darauf. Und dann ist dann natürlich, wenn man einen Tag hat, wo man sehr viel sagen wollte und sich notieren wollte, dann hat man Pech, weil man dann in den nächsten rutschen musste. Fühlmann hat ursprünglich, glaube ich, tatsächlich den Akzent in der Hauptsache gesetzt auf das, was Sie genannt haben, nämlich sich zu notieren, Arbeitsstand, Arbeitsprojekt, ganz kurz mit einem Schlagwort, mit einem kurzen Vermerk, mit einem kurzen Hinweis, dann rutscht ihm natürlich auch mal so ein Wort raus, klappt gar nicht, oder er benutzt eins, was ich jetzt hier nicht zitieren muss, aber was wir alle kennen. Also er ist dann im Fluch nicht zurückhaltend. Und das ändert sich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Ich überhaupt glaube, dass es da Schreibwandlungen gibt bei Fühlmann, die nicht identisch sind mit solchen Entwicklungsmodellen, die vielfach in den Biografien von Fühlmann durchscheinen, aber denen ich misstraue. Also diese Weiterentwicklung, 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 Wandlung, 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 das ist also etwas schwieriger. Ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre werden die Einträge
substanzieller. Sie betreffen nicht nur Arbeitsprojekte, sie führen zu kurzen Mitschriften von Dialogen zum Beispiel, von Streitgesprächen. Sie führen zu Traumfixierungen, die sind sehr, sehr schwierig also Wort für Wort zu entziffern. Aber diese Mischform bekommt dann im Verlauf der 70er Jahre eine ganz charakteristische Gestalt. Und wenn Herr Friedrich so freundlich ist, dann kann er dem Saal zumindest ein paar Bilder zeigen. Ich habe einige ausgewählt, die über eins können wir vielleicht noch sprechen. Da sieht man, da bekommt man einen kleinen Eindruck. Aber wer heute zum Beispiel, wer heute sagt, ich möchte das Hakelbuch oder ich möchte ein anderes Buch von Fühlmann einmal in seiner Entstehungsgeschichte etwas genauer ins Visier nehmen, der muss diese Taschenkalender mit großem Ernst studieren und mit den anderen überlieferten erhaltenen Manuskripten und Typuskripten in ein Verhältnis setzen. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass das für Fühlmann, dieser Werkbegriff, unglaublich wichtig war. Sie zitieren auch in Ihrem Beitrag für Sprache im technischen Zeitalter auch einen Satz, den ich jetzt nur ungenau zitieren kann, wo er sagt, egal was passiert, weiter am Werk arbeiten. Also wo dieses, wo man den Eindruck hat, dieser Werkbegriff ist für ihn etwas Umfassendes und ist auch wie eine Verpflichtung und vielleicht auch wie ein Rettungsanker, also etwas, dem man sich immer wieder widmen muss. Inwiefern, Sie haben das schon angedeutet, aber ich würde trotzdem nochmal nachfragen, inwiefern würden Sie auch diese Aufzeichnungen, auch diese Notate in den Taschenkalendern diesem Werkbegriff zuordnen? Oder inwieweit sind das Vorarbeiten zu dann entstehenden Büchern oder inwieweit ist das eine völlig parallel laufende Schreibbewegung? Ich vermute, dass mit dem Oder ist wahrscheinlich nicht so leicht, sowohl als auch. Es gibt eindeutig Passagen, die sind Segmente von, die Traumnotizen könnten tatsächlich, wenn man sie ernst nimmt, könnten in eine Werkausgabe, müssten in eine Werkausgabe übernommen werden. Die sind zum Teil sehr weit ausgeführt. Er bricht dann ab bei Unsicherheiten, aber es ist tatsächlich eine Notierung, die durch die Gewalt des Erfahrenen, im Traum Erfahrenen, die Feder ganz anders führt als beispielsweise bei anderen Ereignissen, bei anderen Erlebnissen. Auf der anderen Seite deshalb nicht das Oder, auf der anderen Seite ist es eine Quelle, vielleicht die Biografie von, wenn man sie denn schreiben will, wenn man sie nochmal schreiben will, neben den Biografien, die vorliegen, dann wird man einfach nicht umhinkommen, glaube ich, das sich nochmal genau anzugucken, auch was Positionen von Fühlmann anbetrifft, hinsichtlich der seines Verhältnisses zur DDR, zum Kulturbetrieb, zum politischen Betrieb, zu den Menschen, die aus der Nazi-Zeit in die DDR hinübergewachsen sind, zu denen, die aus der Immigration zurückkommen. Das ergibt ein sehr komplexes Feld und wir kennen viele Briefe, aber viele auch kennen den auch gar nicht. Hier in diesen Kalendern urteilt er teilweise ohne Scheu. Manchmal hatte ich sogar den Eindruck, er erschrickt selbst, wenn er es aufgeschrieben hat, hat es dann aber nicht mehr tilgen können, weil es Leute betrifft, denen er eigentlich politisch gesehen gut sein wollte, die aber sich für ihn in einer unerträglichen Weise dargestellt haben. Und da ist er ausfallend, ich sage es jetzt nüchtern, ich sage es jetzt nicht als Wertung, aber da ist er rückhaltlos, ist vielleicht noch das bessere Wort, in der Notierung seit Beginn, seit 60, 61. Ja, was Sie auch beschreiben, was ich sehr interessant fand und aufschlussreich ist, dass bei ihm, also er hat sich ja in den 70er Jahren aus vielen Bindungen gelöst, also hat sich auch, wenn man so will, emanzipiert, hat sich frei gemacht, aber Sie beschreiben in Ihrem Text, dass gerade in dieser Zeit aber die Albträume und Angstträume zunehmen, also dass das offenbar vielleicht auf einer Seite eine Befreiung war, auf der anderen sich diese Befreiung aber in innerer Angst wiedergespiegelt hat. Ja, das war eine Erfahrung, die ich jetzt nur noch schnell, ohne sie ausführen zu können, sagen möchte. Formulierungen, die wir bei Fühlmann schätzen und die viel zitiert werden. Also wenn er sagt, ich war bei der und der Versammlung, da gehe ich nie wieder hin. Hier wird man mich nicht mehr sehen und so.
die findet sie ab 61, 62. Also das ist vorgeprägt und das ist tatsächlich schon sehr, sehr früh da. Aber Ihre Frage zu den Träumen und zu dem wirklich die Träume in ihrer ganzen beklemmenden Gestalt. Es gibt dominierende Themen. Ein dominierendes Thema ist die Kriegsgefangenschaft. Ein zweites dominierendes Thema ist die Sexualität. Das hängt zusammen. Jeder von uns in dieser Runde weiß, wenn man sich Militär, wenn man sich Krieg, wenn man sich soldatische Existenz ausmalt, dann weiß man, dass das verbunden ist auch mit einer sexuellen Not. Man weiß, dass das die schrecklichsten Erfahrungen gibt, das Töten plötzlich in eine Verbindung gesetzt wird zu sexuellem. Das finden Sie in einer zum Teil wirklich tief beklemmenden Form in den Träumen wieder. Das hat Fühlmann in einer Weise zugesetzt. Und ich hatte das offen gestanden in dieser kompakten Form vorher nicht gelesen. Ich kannte das nicht. Man weiß es irgendwie, aber dieses irgendwie ist nicht ausreichend. Das Leben in der Kriegsgefangenschaft, da wird man wahrscheinlich sagen, fast egal wo, die russische muss besonders hart gewesen sein. Das war ein Leben am Limit und außerhalb der Zeit und außerhalb des Raums. Und das war eine Erfahrung mit dem eigenen Körper, die sie vorher noch nie gemacht wurde. Und das erfolgt Fühlmann in seinen Träumen bis ganz, ich würde fast sagen, bis zum Lebensende. Was Sie ja auch beschreiben in Ihrem Text, ist, dass Fühlmann diese Taschenkalender aber auch als ein Mittel der Selbstüberprüfung verwendet hat. Also auch eine Möglichkeit, sich Ziele zu setzen, diese Ziele zu überprüfen, Bilanz zu ziehen in bestimmten Abständen. Und was mir zum Beispiel ganz neu war, dass er auch jemand war, der auch quasi nicht nur sein Werk geschaffen hat, sondern sich auch selbst versucht hat zu modellieren, der seinen Körper, also der versucht hat, zum Beispiel, was ich sehr bemerkenswert fand, eine Diät für sich erfunden, indem er nur noch Bier getrunken hat, deren Erfolg wahrscheinlich zweifelhaft war. Aber er hat es am Ende geschafft, sich auch als Körper, als Mensch nach seinem Bild, nach dem selbst entworfenen Bild zu entwickeln. War das auch etwas, was Ihnen neu war, oder ist Ihnen das auch aus dem Werk schon bekannt gewesen? Ich kannte anders als Fühlmann, der ja im Trakelbuch schreibt, der hätte erst relativ spät ein Foto oder eine Abbildung von Trakel gesehen, gestehe ich, dass ich schon relativ früh bei den Autoren, Autorinnen, die ich geschätzt habe, doch immer sehr gerne wissen wollte, wie sie ausgesehen haben. Das kann man gut oder schlecht finden, aber ich war dem ausgeliefert und bin es auch heute irgendwie noch. Fühlmanns körperlicher Wandel ist aufgefallen. Er war in den 50er, dann 60er Jahren, wenn Sie Fotos sehen, ein wirklich übergewichtiger, fast das Musterbild für eine Filmbesetzung eines Funktionärs, der also irgendwie so unkontrolliert lebt. Das, glaube ich, überhaupt gar nicht der Fall, oder jedenfalls nicht in dieser Weise der Fall gewesen ist. Und er unterzieht sich, er hält tatsächlich was von dieser Auffassung, dass die Strenge zum Körper auch eine Strenge des Denkens, des Schreibens, des sich Strukturgebens ist. Und die Tagebücher haben, die Taschenkalender haben hier diese Funktion. Er nimmt sich jedes Jahr vor, dann am Anfang des Jahres, was er erreichen will. Am Ende des Jahres steht dann noch einmal, was er nicht erreicht hat. Er sichtet die Tagebücher noch einmal in größeren Phasen, um deutlich zu machen, hier habe ich was geschafft, hier hat sich das und das vollzogen. Und das liest man mit Erstaunen, man erschrickt auch vor der Konsequenz und ist dann, ich will nicht sagen, fast beruhigt, weil er es auch nicht auf Dauer durchhält. Tragisch ist das mit dem Nicht-Dauer-Durchhalten allerdings bei dem Alkoholismus. Und diese Last nimmt er bis an sein Lebensende. Das hat er selbst anders erzählt, das sage ich jetzt, aber ich sage es weder besserwisserisch noch als Vorwurf. Auch das ist Teil der Selbstkontrolle, dass ich immer wieder in die Zucht nehme. Aber dieser Alkoholismus ist für ihn so existenziell mit dem Schreiben verbunden, dass es Passagen im Tagebuch gibt, wo er sagt, ich trinke nicht, dann trinkt er und dann gelingt ihm eine Passage, die ihm sehr, sehr wichtig ist, im Tagebuch.
Und wer sind wir, dass wir darüber befinden wollen, ob wir das hätte machen dürfen oder nicht? Das sind beklemmende Zeugnisse einer Existenz, die sich absolut ernst nimmt, aber die eben auch die Arbeit ernst nimmt und nicht, weil sie das Privatvergnügen ist, sondern weil sie eine Pflicht ist, die sie übernommen hat. Vielen Dank. Isabel Fargo-Kohl, Sie haben sich auch mit Notaten, wenn man so will, von Fühmann beschäftigt, aber ganz anderen. Die Texte, mit denen Sie sich befasst haben, die liegen nicht im Nachlass Fühmanns im Archiv der Akademie der Künste, sondern in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Und es handelt sich um Karteikarten. Karteikarten, die Fühmann angefertigt hat, um bestimmte Begriffe, die ihm wichtig waren, zu ordnen, um sich darüber klar zu werden, warum bestimmte Dinge, bestimmten Begriffen, bestimmten Wörtern oder Worten noch genauer nachgehen wollte. Bevor wir zu diesen Karteikarten kommen, wollen Sie eine kleine Passage aus einem Essay von ihm lesen, die das, worum es jetzt gehen soll, vielleicht noch ein bisschen erhellt und klarer macht. Genau, ich lese eine Passage aus diesem vorhin erwähnten Trakel-Essay vor Feuerschlünden. Es geht hier darum, praktisch wie er seine Begegnung mit der dichterischen Sprache Trakels ihn dazu geführt hat, Ideologien in Frage zu stellen, also zuerst die faschistische und dann die dogmatisch-sozialistische. Keinem, der sich mit Trakel beschäftigt, kann dessen Vorliebe für Farben entgehen. Und mancher Interpret verweist dabei auf den Umstand, dass die Farben bei Trakel Empfindungen gegensätzlicher Art ausdrücken wie erzeugen. Weiß ist die Farbe des Schnees, aber auch die des Verschimmelns. Gelb die des Goldhaften, aber auch des Kotigen. Grün ist das Mailaub, aber auch die Verwesung. Und grün sagt also Hoffnung wie Angst. Wir werden Gelegenheit nehmen, diese Beobachtungen an Trakels Gedicht zu verallgemeinern und das Wesen des dichterischen Wortes als Einheit von Gegensätzen zu fassen, auch bei derart unscheinbaren Gebilden wie und auch. Die deutsche Sprache ist so hellsichtig gewesen, dem Substantiv Wort zwei Plurale zukommen zu lassen, Worte und Wörter. Und wir beabsichtigen die Konsequenz, hier nicht den Fall eines zweifachen Plurals anzunehmen, sondern schon den zweier verschiedener, wenn auch gleichlautender Singulare, weshalb wir fortan den Begriffsausdruck Wort als Einzahl zu der Mehrzahl Worte dem Bereich der Dichtung zuweisen wollen, streng im Unterschied zu einem Singular Wort mit dem Plural Wörter, der für uns das Wort als Instrument des wissenschaftlichen Zugriffs bezeichnet. Diese Konsequenz aber bedeutet nichts anderes, als zwei in den Grundelementen gleichlautende und dennoch wesensverschiedene Sprachen anzunehmen, eine Sprache der Wissenschaft und eine der Dichtung. Zwei Sprachen, die in den identisch erscheinenden Bausteinen derart verschieden sind, dass etwa die Adjektive rot und gelb in der Wissenschaftssprache als eindeutige Wörter, nämlich als Namen für die Netzhauteindrücke bestimmter elektromagnetischer Wellen, in der Sprache der Dichtung hingegen als ambivalente, trotz jeweils klarer Begriffsbestimmung nie ausschöpfbare Worte anzusehen sind. Rot, das ist der Name für den Netzhauteindruck einer Frequenz von 4 mal 10 hoch 14 Hertz. Und Rot sagt eine Einheit von Leben und Tod. Ja, vielen Dank. Bevor wir uns diesen einzelnen Karteikarten zuwenden, wollen wir vielleicht nochmal darüber sprechen, was das überhaupt damit auf sich hat. Also jeder, der auch schon früher mal in Bibliotheken war, kennt dieses System, dass man nicht nur streng verschlagwortete Bücher hat, sondern auch nach Begriffen suchen kann, dass es Zettelkästen gibt, in denen Begriffe zu bestimmten Begriffen Notate aufgezeichnet sind. Viele Schriftsteller haben das so gemacht. Es gibt berühmte Beispiele wie Arno Schmidt, die sich ganze Archive an Karteikarten angelegt haben. Und was mir sehr gefallen hat in ihrem Text, den Sie bei uns in Sinn und Form veröffentlicht haben, war, dass Sie dieses
erstmal so altmodisch erscheinende System der Karteikarten verglichen haben mit dem, was man heute macht, also mit dem digitalen Erfassen von Begriffen und Zuordnungen, und dass sie der Auffassung sind, dass man hier ganz ähnlich, aber wie man heute sozusagen, wenn ein Benutzer eine digitale Suchmaschine benutzt und man am Schluss die ganzen Begriffe kennt, die er eingegeben hat, auch bei Fühmann etwas über seine Obsession und besonderen Vorlieben und Neigungen erfährt. Vielleicht können Sie uns über diese Karteikarten nochmal was erzählen, wie Sie auf die gestoßen sind was Sie dabei herausgefunden haben. Vielleicht können Sie das erste Foto schon zeigen mit den Kästen. Also ich bin, das sind Sie also sehr ausführlich. Ich bin darauf gekommen, ich weiß gar nicht, wie ich davon erfahren habe, aber mir ist beim Übersetzen vor allem der Feuerschlünden sehr aufgefallen, wie bestimmte Begriffe sich sehr leitmotivisch durch das Buch, also durch sein ganzes Schaffen, kann man sagen, hindurchziehen. Und in so einer Passage wie die ich gerade vorgelesen habe, merkt man, dass es ihm sehr genau um diese Worte und Wörter, also dass er schon das Wort an sich aufspaltet in zwei Sprachen, ist sehr kennzeichnend. Und das zieht er dann richtig konsequent durch, aber immer mit einem Schillern. Also das ist das Faszinierende für mich an ihm, dass er diese Worte und Wörter irgendwie verbindet. Also der hat das streng Wissenschaftliche, das sehr Logische, und dann hat er diese Fülle, also dieses, sagt er, Unausschöpfbarkeit des Wortes mit dem Plural Worte. Und für mich in gewisser Weise diese Karteikästen, das ist einerseits so eine, der Anspruch einer wissenschaftlichen Erfassung, sozusagen, da werden Wörter, sehr akribisch organisiert. Andererseits sind die Kärtchen an sich, wie Sie dann gleich sehen werden, haben auch etwas Anarchisches. Also sie sind voller Querbezüge. Also diese Kärtchen, die versammeln meist Zitate aus anderen Autoren zu bestimmten Begriffen. Also sozusagen Beispiele, die diese Begriffe illustrieren oder wo das vorkommt. Oder manchmal sind auch eigene Notizen dazu, aber es sind meist Zitate und Querverweise. Und dadurch wird auf eine Weise dieses strenge System oder diese Erfassung der Wörter, das wird dann aufgebrochen und aufgemacht, und diese Wörter in diesen Zusammenhängen, in die sie da stehen, werden dann auch, würde ich sagen, zu Worten. Also der hat